Ganz herzlich willkommen zu Arcot Germany und einem neuen Video. Ich darf euch heute die neueste Abfüllung von Grape of the Art präsentieren. Es ist ein Armagnac von der Domaine Andambert aus dem Jahr 1983. Viel Spaß mit dem Video. Wir haben es heute also mit einem Armagnac von der Domaine Andambert zu tun. Ich habe hier schon mal bereits ein Video gemacht, in dem ich etwas zu dieser Domaine erklärt oder erzählt habe. Das Fass, welches jetzt hier abgefüllt wurde, ist nicht von der Domaine Andambert selbst. Also die Domaine Andambert hat diesen Armagnac nicht selbst produziert, sondern es sind noch Fässer von der damaligen Domaine Peugeot. Man hat diese Fässer damals aufgekauft und füllt nun eben immer wieder mal, wie jetzt auch hier, ein Armagnac ab. Und dennoch steht natürlich der Name Domaine Andambert drauf. Es ist die Festivalabfüllung für das Armagnac-Festival dieses Jahr, welches am 13. April in Stuttgart stattfinden wird. Und zusätzlich gab es ja im vergangenen Jahr auch schon ein Festival in Stuttgart und man hat hier einen Armagnac von der Domaine Louis Pibou gehabt. Das war wirklich eine ganz tolle Abfüllung, hat mir wirklich besonders gut gefallen. Und so ist es jetzt eben dieses Jahr eine Abfüllung von Andambert-Peugeot geworden. Und ich bin schon sehr gespannt. Auch zum Abfüller Grape of the Art habe ich schon einiges erzählt, mal in einem Video davor. Blende ich euch auch nochmal gerne hier den Link ein, falls ihr da nochmal Interesse habt, nochmal nachzusehen. Und dann würde ich auch sagen, steigen wir jetzt schon gleich ein mit der Verkostung und der Bewertung des heutigen Armagnac. Das Design von den Flaschen von Grape of the Art ist ja immer recht ähnlich. Ihr werdet es vermutlich kennen, wenn ihr euch schon mal mit den Flaschen beschäftigt habt. Vielleicht die kleine Besonderheit, das Label ist auch wie bei der letztjährigen Abfüllung für das Festival in einem dunklen Stil gehalten. Gefällt mir persönlich sehr gut. Und diesmal drauf zu sehen ist ein Zauberer. Es ist, wie gesagt, die Festivalabfüllung für das Armagnac-Festival in Stuttgart dieses Jahr, welches am 13.04. stattfinden wird. Weitere Zahlen und Fakten. Wir haben es mit einem Armagnac aus dem Tenerès zu tun. Es wurden zu 100% Uni Blanc Trauben verwendet. 1983 destilliert, 2024 abgefüllt. Wir haben dann also somit eine Reifezeit von 39 Jahren. Flaschengröße, wie immer auch bei Grape of the Art, sind 70 cl. 54,2 Volumenprozent Alkohol, ist eine Fassstärke. Der Armagnac wurde in einem trockenen Keller gelagert. Also das Fass wurde in einem trockenen Keller gelagert. 249 Flaschen ist das Ganze limitiert. Es wurden auch wie immer keine Zusätze verwendet. Und preislich liegen wir hier bei 185 Euro pro Flasche. Soweit die Information. Legen wir los mit der Verkostung. Ja, vom Armagnac habe ich jetzt keine Großflasche da, aber ich blende euch das Bild natürlich wie immer gerne ein und habe jetzt hier ein Sample erhalten. Schauen wir uns zunächst einmal die Farbe des Armagnac an. Der Armagnac hat ja so einen schönen Kastanienton. Geht schon fast so ein bisschen für mich auch, ja, hat so einen Kastanienton mit einem leichten Rotstich drin tatsächlich. Aromen, schauen wir mal. Also er hat, Würzigkeit ist da, ja, aber was ich fast noch ein bisschen intensiver wahrnehme, sind irgendwelche tropischen Aromen. Er hat sehr schöne tropische Fruchtaromen. Hat aber auch sowas wie so getrocknete Pflaumen, habe ich jetzt so. Das waren so die ersten Eindrücke, die ich jetzt gerade hatte. Bisschen altes Leder. Und er hat auch tatsächlich so ein bisschen was, so eine Walnussnote hat er auch drin. Also Tenerès hat ja gern mal die etwas nussigeren Aromen. Hier habe ich jetzt auch eine schöne Walnussnote, angenehme Walnussnote. Rosinen sind auch da. Ja, also schöne ausgewogene Nase und immer wieder kommt dann diese Würzigkeit vom Fass
und winkt mal kurz. Schön. Ja, also Nase schon mal sehr vielversprechend. Schauen wir uns mal das Ganze geschmacklich an. Santé. Also zuerst im Geschmack süß und dann aber auch kommt plötzlich nach ein paar Sekunden so eine gewisse Schärfe vorbei, so eine Pfeffrigkeit vorbei. Und dann wird es langsam trockener. Aber ich hatte auch, also diese Süße war so eine Honigsüße, so eine Toffifee-Note auch vielleicht ein bisschen. Aber auch Kirschennoten, hat also Kirsche, frische rote Kirschen. Ein bisschen, auch im Geschmack schon ein bisschen so einen Milchkaffee. Ein bisschen Tabak hatte ich im Geschmack. Also Geschmack sehr interessant, eben diese, zuerst diese süße Noten und dann plötzlich, zack, wie wenn einer das Schalter umlegt, kommt diese Schärfe und dann auch dahin einhergehen diese Trockenheit, die dann kommt. Und im Finish, ja, auch so eine Pfeffrigkeit im Finish, finde ich auch eher ein bisschen auf der schärferen Seite. Auch wieder die Holzwürze war da, aber dann hier auch etwas, auch eine gewisse Fruchtigkeit, so vielleicht wäre es wie eine Orangenmarmelade. Auch wieder die Rosinen hatte ich hier, Datteln und vielleicht auch so ein bisschen was wie eine getrocknete Mango. Aber sehr dezent, also schon eher diese Rosinen-Dattelnoten im Vordergrund und dann ganz dezent so eine getrocknete Mango. Sehr schön. Ich überlege jetzt die ganze Zeit so ein bisschen zum Vergleich zum Loose Pibou, aber ist jetzt auch schwierig zu vergleichen, die zwei, einfach ganz andere Charaktere. Aber hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Er hat einen extremen Antritt. Klar, natürlich auch hier etwas der Alkohol, der recht hohe Alkoholanteil, der ein bisschen hier das Ganze voranschiebt. Aber auch wiederum dann doch auch ausgewogen, schön ausbalanciert. Aber intensiv, Fruchtigkeit war da. Auch wieder diese Würzigkeit vom Fass. Also ein schönes Gesamtpaket, sage ich dann immer so gern. Ich gebe ihm 90 Punkte, weil, also auf jeden Fall mindestens 90, weil er schon eine Komplexität auch hat. Und ich finde, man könnte jetzt mal das Ganze vielleicht noch mit einem Mini-Schuss Wasser probieren. Ich bin nicht so der Fan von der Zugabe von Wasser. Hier könnte man es vielleicht mal probieren mit einem kleinen bisschen Wasser. Aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Ja, schöne Festivalabfüllung geworden, meiner Meinung nach, wie auch schon im vergangenen Jahr. Das soll soweit gewesen sein zur Festivalabfüllung von Grape of the Art. Wenn ihr möchtet, lasst gerne hier ein Abo da, um keine neuen Videos, Reviews mehr in Zukunft zu verpassen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns in dem nächsten Video wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.